So, heute geht es um die digitalen Zusatzkameras, die wir einbauen haben lassen. Wir wollen euch berichten aus mehreren tausend Kilometer Erfahrung, die wir jetzt mit diesen Kameras gemacht haben. Wir wollen euch zeigen, wo sich das System bewährt hat. Wir sagen aber auch, wo das System nicht so optimal gewesen ist. Und wir nehmen auch Stellung zu den Preisen von dem ganzen System. Und gleich nach dem Intro geht's los. Also der ursprüngliche Gedanke von mir war, ich möchte, dass die Ursi dieses Navi, blend mal ruhig drauf, dieses Navi nutzen kann für Navigation und ich trotzdem die Rückfahrkamera benutzen kann für die Übersicht, wer hinter mir fährt. Nachdem das immer ein bisschen eine, ja, wie soll man sagen, gestritten haben wir ja nicht deswegen, aber die Ursi hat auf ihr Navi bestanden, ja. Und deswegen wollte ich mir diese Diskussion ersparen und habe die Firma Karatec gefragt, ob sie mir so einen Zusatzmonitor einbaut, damit ich permanent den rückwärtigen Verkehr im Griff habe oder sehen kann, was da hinter mir los ist. Was viele Vorteile hat, wenn man mal kurzfristig eine Einfahrt verpasst oder eine Einfahrt sieht und der Auto ist direkt hinter mir, dann bremse ich natürlich weniger scharf, als wenn ich sehe, da ist hinter mir ist gar nichts los, dann kann ich auch mal ein bisschen mehr bremsen und dann die Einfahrt, die ich fast verpasst hätte, noch nehmen. Das war also der Gedanke. Außerdem ist es ganz gut, wenn man weiß, wer hinter einem fährt und wer nicht, wie lang die Schlange hinter einem ist, was man auf dem Rückspiegel ja nicht erkennen kann. Also das war der Gedanke. Die Firma Karatec hat auch gesagt, das bauen wir euch ein. Und dann haben sie uns zusätzlich den Vorschlag gemacht, wollt ihr mal diese zwei Seitenkameras ausprobieren und die testen. Und auch da haben wir gesagt, das machen wir sehr gerne. Und deswegen haben wir jetzt hier eine Rückfahrkamera eingebaut, eine rechte Seitenkamera und eine linke Seitenkamera. Und das dazu wollen wir jetzt was sagen. Also, das System hat wunderbar funktioniert, das kann ich schon mal grundsätzlich sagen. Ich rede jetzt von der mittleren Kamera. Es ist ein super helles Display im Vergleich zu dem normalen. Leider scheint jetzt hier keine Sonne rein, weil der Sonnenstand schon zu hoch ist. Irgendwo habe ich aber im Frühjahr mal Bilder aufgenommen. Wenn ich sie noch finde, dann tue ich sie jetzt einblenden. Ansonsten zeige ich euch jetzt hier mit dieser Handkamera, wie das Bild ausschaut in unserem Navi-System und hier, wie hell im Vergleich dazu das Bild ist in der Zusatzkamera. Auf jeden Fall kann ich eins sagen, und das kann die Ursi auch bestätigen, wenn die Sonne reinblendet, sieht man in diesem Navi-System nichts mehr und es ist jetzt ein guter Bildschirm von der Firma Kenwood. Wir haben auch schon vorher einen anderen gehabt, der meines Erachtens noch etwas schlechter war, war auch ein älteres Modell. Und in diesem sieht man auch, wenn die Sonne direkt reinstrahlt, also da haben wir noch nie ein Problem gehabt, dass man nichts sieht. Also super helles Display von diesem Zusatzmonitor, das ist auf jeden Fall schon mal ein absolutes positives Sache. Ein weiterer Vorteil ist, man schaltet diesen Monitor zusätzlich ein. Das heißt, wenn ich hier auf den Schalter gehe oder welchen Schalter ihr auch dafür immer verwendet, dann geht der Monitor an und es ist ganz unabhängig davon, ob ich den Motor anhab oder nicht. Das heißt, wenn ihr mal nachts im Fahrzeug seid und hört Geräusche und könnt nichts erkennen, dann könnt ihr hier auch diesen Monitor anmachen und könnt dann die drei Kameras bedienen. Also die linke Seite von hinten könnt ihr bedienen und von der rechten Seite und seht eventuell, was da draußen los ist. Eine Sache, was wir auch schon einmal verwendet haben, aber sonst gab es noch keine Situation, wo es uns interessiert hätte. Also auch für nachts, wenn man mal steht und kein Fenster aufmachen will, sondern nur schauen will, gut möglich. So, dann haben wir ein paar Szenen auch aufgenommen, die ich euch reinspiele. Bei der 160-Grad-Kamera, das ist jetzt ein Vorteil der Mittelkamera, also der rückwärtigen Kamera, dass die 160 Grad aufnimmt. Zu den Nachteilen komme ich dann auch später. Durch die 160-Grad-Aufnahme kann ich auch den Verkehr rechts und links vom Fahrzeug im Auge behalten. Das hat vor allen Dingen dann einen richtigen Sinn, wenn ich einen LKW überhole, dann ist immer die
Problematik, das einzuschätzen im Rückspiegel, wann bin ich an dem LKW vorbei und kann wieder rüberziehen und wann nicht. Und das sieht man in dieser 160-Grad-Kamera wunderbar. Man ist vorbei und dann kann man auch problemlos wieder rüberziehen. So, dann kommen wir gleich noch zu einer anderen Situation, nämlich zu den Seitenspiegeln. Den linken Seitenspiegel, den kann man gerne mal einschalten, wenn man zum Beispiel auf der Autobahn unterwegs ist und will den rückwärtigen Verkehr beobachten. Allerdings sowohl diese Mittelkamera, also die Rückkamera, als auch die Seitenspiegelkamera, die sind zum Ausscheren nur bedingt geeignet. Das habe ich dann festgestellt und auch festgestellt, dass die rechte Außenkamera, ich wollte sie ursprünglich nach hinten eingestellt haben und das ist auch nicht die optimale Lösung. Optimal ist es vielmehr, wenn man diese Kamera etwas seitlich einstellt. Ich tue das jetzt hier mal umschalten an dem zweiten und da seht ihr jetzt hier die Straße, die vor uns ist, also in die ich jetzt eventuell einparken will. Das ist die Straße, also das ist die Ossi da übrigens hier. Und da seht ihr jetzt die Straße mit dem Verkehrsschild, da seht ihr das. Und hier seht ihr es in der Kamera. Und da kann man dann genau erkennen, ob ein Fahrzeug kommt von der Seite oder nicht. Die Zuschauer, die regelmäßig bei uns reingucken, die wissen auch, was für einen Verkehrsunfall ich mal gebaut habe. Nämlich in Frankreich, als ich ein Fahrzeug direkt im toten Winkel gehabt habe und es war mir dann auf einmal vor der Nase und es war ein, glaube 30.000 Euro Schaden, den wir da verursacht haben, der wäre mit dieser Kameraeinstellung ziemlich sicher nicht passiert, weil ich dann im Auge gehabt hätte, dass von rechts ein Fahrzeug kommt, aber das war genau durch diesen toten Winkel da verdeckt. Ich tue den toten Winkel einmal kurz filmen und da seht ihr jetzt auch, dass ihr das Verkehrsschild zum Beispiel nicht seht. Also das hört sich jetzt alles ziemlich banal an, ist es aber nicht, wurde uns auch von einem Fahrlehrer bestätigt. Und wir haben, das machen wir jetzt mal außen, da gehen wir jetzt mal kurz raus, Ossi. Bisschen Bewegung. Sie lacht. Und dann zeige ich euch, wie man das verstellen kann mit der Kamera. So, also ich habe ja vorher diese Kamera, diese Außenkamera, habe ich ganz nach hinten gehabt, damit ich sehe, was seitlich ist. Aber das ist aus einem Grund nicht sinnvoll, das sage ich dann später. Und ist auch eigentlich unnötig, weil man mit dem Außenspiegel ja eigentlich ganz gut sieht. Wenn man die, das zeige ich jetzt einmal, von nach, ganz nach hinten etwas hier seitlich richtet, das geht ganz einfach mit diesem Teil. Dieses Teil steckt man hier rein und dann kann man das Kameraauge bewegen, wie man es möchte. Nach oben, nach unten, nach vorne oder nach hinten. Und das habe ich gemacht. Und dadurch habe ich jetzt seitlich einen besseren Straßeneinblick. Und meine Unterstellung ist, dass dieser Unfall in Frankreich nicht passiert wäre, hätte ich diese Einstellung gehabt. Und dann kommt noch als zweites hinzu, dass wir auf Elba auch eine Situation hatten, wo mir so ein kleiner Fiat auch im toten Winkel auf einmal reingefahren ist. Ich blende die Szene ein und da merkt ihr auch, dass der hupt, ja, weil ich den eigentlich erst zu spät gesehen habe. Und das kann man verhindern, auch zum Beispiel mit einem Fahrradfahrer, der im toten Winkel ist. Und dafür halte ich diese Kamera für einen ganz, ganz erheblichen Vorteil, was die Abdeckung dieses toten Winkels angeht. So, ein Monitor, drei Kameras, das harmoniert irgendwie nicht ganz, denn man muss ja immer den richtigen Blick auf alles haben. Mein Gedanke war ja ursprünglich, die zwei Seitenmonitors als Zusatzersatzspiegel zu nehmen, was sich eben, wie gesagt, komme ich später nochmal drauf, nicht allzu glücklich erwiesen hat. Der Plan von der Firma Karatec war ja mehr diese seitliche Einstellung, wie ich sie gerade außen gezeigt habe. Und der Tipp von der Ossi war, dass man das Ganze koordiniert mit dem Blinker, aber manchmal sind halt Männer auch eigensinnig, gell, Ossi? Ja, kann ich bestätigen. Und die machen dann, was sie im Kopf haben.
Und das ist oftmals nicht gut. Ja, also man sollte immer wieder auf seine Frau hören. Ja, was ist, stimmt's? Ja, genau. Und es ist wirklich besser, das Ganze mit dem Blinker zu koordinieren. In der Praxis schaltet man das nicht um, weil man auf den Verkehr konzentriert ist und weil man gar nicht dran denkt. Und wenn man an einer Seitenstraße hinkommt, da muss ich ganz klar sagen, dann geht es so kurzfristig, dass man einfach nicht umschaltet. Und da gibt es jetzt zwei Erkenntnisse dazu. Erstens, die Seitenkamera nicht nach hinten zu richten, sondern nach seitlich, weil man dann viel besser den Einblick hat. Ich zeige das einmal ganz kurz. Hier sieht man nämlich nach hinten bei der 160-Grad-Kamera. Und wenn ich jetzt das Ganze umschalte, dann sieht man hier seitlich, wer von der Einmündung kommt. Und es ist wesentlich sinnvoller. Und wenn man es so benutzt, dann kann man das Ganze auch mit einem Blinker koordinieren. Das heißt, wenn ich so im Geradeausverkehr unterwegs bin, dann setze ich den Blinker nach links, dann schaltet die Kamera automatisch nach rechts und ich sehe die Seitenstraße, fahre ich nach rechts, schalte die Kamera nach links und dann sehe ich da die Seitenstraße. Und ist der Blinker aus, geht sie wieder zurück. Und das ist eigentlich die sinnvollste Einstellung, meine Erkenntnis nach mehreren tausend Kilometern. Und mit der Firma Caratec habe ich schon gesprochen, die stellen mir das jetzt auch so ein. Dann kann man aber auch die Kamera noch umschalten, natürlich manuell. Ja, einfach draufdrücken, dann schalte ich es um, wie ich es gerade gemacht habe. Und zusätzlich gibt es dann noch diese Fernbedienung dabei. Wenn man die in der Hand hält, dann kann man auch ganz einfach die Kamera umschalten. Ist allerdings Infrarot, also man muss ja immer auf den Monitor muss man es immer zeigen. Also, jetzt kommen wir zu den Einschränkungen von der Kamera. Und danach kommt noch ein Einbautipp und dann auch die Kostenfrage. Wenn man die Rückwärtskamera oder auch die Seitenkameras nach hinten stellt, dann kann man diese Kameras nicht auf der Autobahn verwenden wie einen digitalen Außenspiegel. Das ist eine ganz klare Erkenntnis. Und man sieht es auch jetzt hier, wie wir hier stehen, recht gut. Ich filme nochmal den Unterschied. Wenn ihr schaut, wie weit das graue Auto hier weg ist und dann schaut ihr in die andere nicht 160 Grad Kamera von dem normalen Monitor, dann seht ihr, dass der gar nicht so weit von uns weg ist. Und das merkt man auf der Autobahn dann, wenn man in den Außenspiegel schaut und gleichzeitig von außen ein Fahrzeug kommt. Man denkt, das Fahrzeug ist noch recht weit weg. Dabei ist der eigentlich schon fast nebeneinander. Entsprechende Szenen blende ich ein, natürlich. Da könnt ihr das sehen. Also für mich wäre es gefährlich, auf der Autobahn nur nach den digitalen Spiegel oder nach den digitalen Kameras rauszufahren. Denn bei einer großen Geschwindigkeit ist es ein erhebliches Risiko. Man muss das einfach wissen. Ich habe mir von einem Fahrlehrer sagen lassen, dass mit den digitalen Außenspiegeln bei den Lastwagen und auch bei den Bussen, dass das auch nicht ganz so einfach ist, weil man sich da sehr leicht verschätzen kann. Und das muss ich bestätigen. Und hier durch das, dass der Monitor rechtwinklig ist, in der Breite und nicht in der Höhe, ist es natürlich noch mehr gegeben, weil man einfach das Fahrzeug ist, wenn man es am Monitor sieht, schon zu nah an einem dran. Das kann man nur in der richtigen Perspektive im Spiegel erkennen. Zumindest, so hat es der Fahrlehrer gesagt, wir ältere Generation, die Junge gewöhnen sich vielleicht schneller dran. Dann muss ich als weitere Einschränkung sagen, durch das, dass wir hier 160 Grad haben, ich tue das nochmal kurz filmen, durch das, dass wir 160 Grad haben, ist es sehr schwierig einzuparken. Man sieht zwar um sich herum, ob ein Fahrzeug da steht oder ob kein Fahrzeug da steht, was ein gewisser Sicherheitsfaktor ist, aber trotzdem zum Einparken ist also die andere Kamera, wie sie hier fest verbaut ist, besser. Ich glaube, die hat einen Winkel von 90 Grad. Und es eignet sich deutlich besser, weil man die Ecken besser erkennen kann. Und so kommt dann ein bisschen der Fischauge-Effekt dazu. Also einparken mit dieser 160 Grad Ausrichtungskamera ist nicht optimal. Ist schwierig. Die Linien, diese Hilfslinien, wie wir sie hier bei unserem Monitor kennen, die kann man hier auch aktivieren. Das muss aber separat eingestellt werden, dass man das aktiviert, wenn der Rückwärtsgang eingeschaltet wird. Ich habe demnächst noch einen Termin bei der Firma Caratec und da wird man das dann wohl eingeschaltet werden.
Dann habe ich noch zwei Sachen, die ich erwähnen muss, und zwar zur Mittelkamera. Wir haben schon die zweite Rückkamera, weil die erste, die hat einen totalen Rechtsstrahl bekommen, nachdem sie 10 Tage auf der CMD gestanden ist. Also wir sind genau gemittelt hingefahren und dann auf einmal hat sie einen Rechtsstrahl bekommen, hat nur noch die Beifahrerseite bei der Rückfahrt gezeigt, obwohl gar nichts gewesen ist, außer dass frostige Temperaturen waren. Die war auch nicht locker, die war fest verbaut, also es ist im Prinzip unerklärlich. Und bei dieser zweiten zeigt sich das auch wieder, wenn ihr seht, da ist also die rechte Seite, die ist deutlich besser oder ausgeprägter zu sehen als die linke Seite, und es war nach dem Einbau war das gemittelt. Also was da passiert ist, es ist mir ein unerklärliches Phänomen. Und da sehen wir jetzt auch, wie man hier händisch umschaltet. Das ist jetzt die Mittelkamera und hier kommt die rechte Kamera. Und da hat man eine kleine Umschaltverzögerung, die sich aber nicht ausschalten lässt. Also wenn das auf Blinker umgestellt ist, dann heißt es immer rechtzeitig blinken, damit man dann auch den Sicht hat. Das lässt sich allerdings nicht vermeiden. So, und dann kommt noch die Farbechtheit. Wenn ich mir jetzt anschaue, hier haben wir hier die linke Kamera. Die ist jetzt ja relativ hell, weil wir gut in der Sonne stehen. Dann haben wir hier die Mittelkamera und dann haben wir hier die rechte Kamera. Und da sieht man jetzt den Unterschied nicht so, aber die Wiese ist bei weitem nicht so grün. Ich habe aber ein Video aufgenommen an der Autobahn, wo man erkennen kann, wie grün die Wiese ist und wie sie die Mittelkamera abbildet. Also meines Erachtens ist da ein gewisser Unterschied zwischen der Farbechtheit vorhanden. Da muss ich mit der Firma Karatec reden, woran das liegen kann. Das ist das Einzige, wo ich sagen muss, das ist eigentlich ein bisschen schade dafür, weil das ja doch hochwertige Kameras sind, dass da so die Farbabweichung so massiv ist. Also, wenn ihr das einbauen lasst, dann achtet auf euer Hubbett. Bei uns, wir haben das Hubbett, wie wir mit den Engeln unterwegs gewesen sind, heruntergelassen. Und dann habe ich beim Herunterlassen schon festgestellt, oh Gott, das habe ich vergessen. Das gibt nämlich Probleme mit unserer Navi. Die habe ich dann schon wohlweislich abgenommen. Und dann habe ich gesehen, dass hier der Monitor ist. Und das wird verdammt knapp. Also bei uns hat es funktioniert. Aber das ist nicht zwangsläufig, wenn das Bett sehr weit runter geht. Jetzt seht ihr das hier. Und das kann man jetzt von außen noch mal filmen und dann seht ihr, wie haarscharf das Ganze ist. Also ihr seht, beim Einbau immer ans Hubbett denken, denn das könnte sonst eine böse Überraschung geben, dass ihr da irgendwas abknickt, wobei ja hier ein bewegliches Element ist und da kann man etwas nach oben und nach unten stellen, die Kamera. Aber das solltet ihr wissen, bevor ihr euer Hubbett runter macht. So, jetzt zu den Einbaukosten. Also die Geräte, die kosten die große Kamera, die mit den etwas Farbabweichungen, die kostet ca. 270 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Diese kleinen Außenkameras, die kosten das Stück ca. 200 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Und dieser Monitor, der kostet ca. 360 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Und dann kommen noch die Einbaukosten dazu, wobei die aus meiner Erfahrung relativ bescheiden sind, denn die Firma Karatec macht das recht flott. Die Seitenkameras sind sofort montiert, das ist überhaupt kein Problem. Etwas mehr Aufwand bereitet die Rückwärtskamera. Bei uns hat diese Montage ungefähr eine Stunde gedauert, würde ich sagen 1 bis 2 Stunden. Mehr nicht, weil die Firma Hümer einen Kabelkanal von vorne nach hinten verlegt. Und da braucht man das wohl nur durchziehen. Das geht also relativ schnell. Wenn so ein Kabelkanal in eurem Fahrzeug nicht verbaut ist, dann dauert es etwas länger, weil dann muss das ganze Kabel von vorne nach hinten durchgepfimmelt werden und da kommen dann ein paar mehr Stunden mehr zusammen. Aber lasst euch einfach ein individuelles Angebot machen. Kamera, wie teuer die Kameras sind, der Monitor und dann die Einbaukosten. Auf jeden Fall, ich würde sagen, diese Investition gibt ein gewaltiges Stück Sicherheit und wir werden natürlich jetzt, wenn wir diese Seitenkamera
montiert haben und dann diese Blinkerkoordination, dann werden wir nochmal dazu berichten. Auf jeden Fall würde ich sagen, es ist ein erhebliches Stück Sicherheit, was man beim Wohnmobilreisen mitnutzen kann. Wir können das nur empfehlen und ja, uns würde auch interessieren, wenn ihr sowas verbaut habt, wie eure Erfahrungen damit sind und dann auch, was ihr, auch wenn ihr es noch nicht verbaut habt oder nicht verbauen wollt, wie ihr darüber denkt. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Wir freuen uns dann immer, wenn wir von anderen Tipps bekommen, weil ich bin ja selbst nur ein Laie. So, dann bedanke ich mich erstmal bei der Ursi für ihre Geduld, dass sie mich das so gefilmt hat, weil sie hat ja mit Technik überhaupt nichts am Hut und trotzdem unterstützt sie mich dabei. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und bin gespannt, wie eure Meinung dazu ist. Schreibt uns gerne die Kommentare. Das freut uns, egal ob ihr das System gut findet oder ob ihr es nicht sonderlich gut findet. Beides ist interessant für uns. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und bis zum nächsten Video.